März 2015. Samsung präsentiert das innovative Smartphone S6 mit dem internationalen Claim Next is Now. Für die Schweiz entwickelten wir das Kampagnenmotto, was als nächstes kommen sollte, ist schon da, und setzten es zielgruppenspezifisch und individuell für jedes Werbemedium um. Schon vor Verkaufsstart konnte die Zielgruppe das S6 beim ersten interaktiven Unpacking der Welt testen. Einfach Smartphone verbinden und intuitiv erleben. Innerhalb von 2 Wochen wurden über 40.000 S6 ausgepackt. Die Vorbestellungen vervierfachten sich im Vergleich zum Vorgängermodell. Auch unsere TV-Spots waren der Zeit voraus. Gesundheit. Was als nächstes kommen sollte, ist schon da. Im Radio kündigte Reporterlegende Walter Scheibli die Ergebnisse der Eishockey-Playoffs schon einen Tag zuvor an. Der ZSC gönnt der Reservekampf. Immer spannender Match. 6:5 nach Verlängerung. Schweizer Facebook-Star Bendrit unboxte das S6 in seiner ersten Kooperation mit einem Brand. Ohne dass ein Werbefranken investiert wurde, generierte das Video mit 480.000 Views eine immense organische Reichweite. Am ersten Verkaufstag erschien der Blick am Abend exklusiv schon morgens als Blick am Morgen, vollgepackt mit Native Content zum S6 und sorgte für ein schweizweites Medienecho. Am Hauptbahnhof in Zürich überraschte Soul-Sänger Seven Passanten auf einem interaktiven S6-Screen und imitierte ihre Tanzmoves. Make Seven Dance wurde live auf den Startseiten von YouTube und blickamabend.ch übertragen und von 770.000 Usern mitverfolgt. Das aus der Aktion entstandene offizielle Musikvideo zählte in kurzer Zeit 390.000 YouTube und 270.000 Facebook-Views und brachte Seven Platz 1 in den Charts ein. Die Verkaufszahlen des S6 stiegen im Vergleich zum Vorgängermodell um 26%. Und unsere integrierte Kampagne wurde der erfolgreichste Launch für Samsung Schweiz überhaupt.